Meine Damen und Herren, ich eröffne die Plenarsitzung. Ich begrüße Sie alle sehr herzlich. Ich stelle die Beschlussfähigkeit fest. Wir haben noch einiges zu beraten. Offen sind Tagesordnungspunkte 18 bis 21, folgende und so weiter bis 85 und 86. Es ist verteilt an Ihren Plätzen ein dringlicher Entschließungsantrag von CDU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN betreffend Kinder und Jugendliche nehmen ihre Zukunft in die Hand, Drucksache 20/17/10. Dringlichkeit wird bejaht. Jawohl. Dann wird das Top 84 und wird zusammen mit 35, dem Antrag der Fraktion DIE LINKE betreffend Beteiligungsmöglichkeiten von Kindern und Jugendlichen in Hessen aufgerufen. Gut. Dann ist noch eingegangen dringlicher Antrag von CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN mit dem Titel Energiewende gemeinsam meistern, Fortschritt und Herausforderungen fair kommunizieren, Drucksache 20/17/11. Dringlichkeit wird ebenfalls bejaht. Top 85. Wenn wir noch bis 100 kommen, müssen wir weitermachen. Wenn niemand widerspricht, kann das zusammen mit 59, dem Setzpunkt der Fraktion der FDP, Freien Demokraten, aufgerufen werden. Kein Widerspruch? Okay. Noch ein dringlicher Antrag von CDU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Wertschätzung der Landwirtschaft, Drucksache 20/17/12. Dringlichkeit wird bejaht. Top 86 und kann nach den Tagesordnungspunkten 72 und 73, das sind die aktuellen Stunden zu diesem Thema, aufgerufen, direkt abgestimmt werden. Soweit zur Tagesordnung. Wir tagen heute, hier steht zwar bis ca. 24 Uhr, aber es steht zu, dass wir zügig vorankommen. Ja, zügig vorankommen bis 24 Uhr mit einer Mittagspause von einer Stunde. Wir beginnen mit den aktuellen Stunden. Die Tagesordnungspunkte 72 und 73 werden gemeinsam aufgerufen. Redezeit 7,5, das weiß auch jede. Dann geht es weiter nach der Mittagspause. Top 47. Es fehlen heute entschuldigt die Frau Abg. Carina Fissmann, SPD, ganztägig, Frau Abg. Regine Müller, SPD, ganztägig, Staatsminister Dr. Schäfer von 12 bis 17 Uhr und Herr Dr. Rahn, ganztägig. Dann möchte ich hinweisen auf eine Präsentation der Staatskanzlei und der Landesstiftung Miteinander in Hessen, die heute ganztägig in der Eingangshalle zu sehen ist. Zu sehen. Kollege Frömmrich, wer fehlt noch? Aufsatz. Vielen Dank, Herr Präsident. Ich möchte den Kollegen Burtschuh und die Kollegin Goldbach entschuldigen, die erkrankt sind. Das halte mal fest für das Protokoll. Fehlt noch irgendjemand? Oder will irgendjemand noch fehlen aufgrund der Tagesordnung? Vorab noch nicht der Fall. Gut. Also gucken Sie mal in die Präsentation rein. Dann habe ich hier eine Mitteilung. Unser Kollege, der Abg. Knut John von der SPD, er sitzt dort hinten, winkt freundschaftlich. Er hat geheiratet am Wochenende. Wir gratulieren, wünschen alles Gute. Wenn so etwas im Landtag bekannt gegeben wird, dann weiß jeder dann in ganz Hessen. Das weiß er. Deshalb machen wir es ja. Also, seht zu, dass du klarkommst in Zukunft. So. Dann, meine Damen und Herren, inzwischen wird mir hier schon von der Landtagsverwaltung, werden mir schon Dinge aufgeschrieben zum Fußball. Also offensichtlich zweifelt man an gewissen geistigen Fähigkeiten des Präsidenten. Aber das lassen wir mal heute so stehen. Wir haben einige Mitteilungen. Unsere Landtagsmannschaft ist nach wie vor ungeschlagen. Das ist, glaube ich, die wichtigste Meldung. Wir spielen jetzt seit mehreren Monaten nicht mehr. Lieber Wolfgang, mach weiter so. Und auch die nächsten zwei, drei Wochen wird es so sein. Heute Abend wünschen wir unserer Frankfurter Eintracht alles Gute, meine Damen und Herren. Protokoll
vermerkt verhaltener Beifall. Dann nein. Gut. Also wir sind ja hier neutral. Dann will ich noch darauf hinweisen, es geht ja um die hessischen Vereine, dass unsere Bayern gestern Abend den sechsten Sieg in Folge in einer Vorrunde, das hat es noch nie gegeben. Kollege Bellino freut sich und viele andere auch, bitte. Ja, da hätte ich etwas mehr Beifall erwartet in dem Bereich. Und dann habe ich noch einen Punkt. Es gibt hier mindestens zwei Kollegen im Landtag, die nötigen mich immer wieder, auf die Bundesliga-Tabelle hinzuweisen. Sie wollen namentlich nicht genannt werden, der Kollege Beuth und der Kollege Serge, und weisen darauf hin, dass Borussia Mönchengladbach an der Tabellenspitze stehen wird, was immer das heißen mag. Wir geben das einmal hier ganz neutral zur Kenntnis. Es wird nicht mehr lang so sein, aber die Kollegen Beuth und Serge sollen ein frohes Weihnachtsfest haben. Und das wünschen wir euch. Früher waren es die Fohlen. Heute sind es mehr so die alten Ackergäule, die hier im Landtag sind. Also, auch das eine wichtige Mitteilung. Und ich bedanke mich bei der Landtagsverwaltung, dass sie mir das alles. Die haben natürlich noch etwas aufgeschrieben, das habe ich nicht bekannt gegeben. Es gab am Wochenende einen Rückschlag für die Bayern, das haben die aufgeschrieben. So etwas sagen wir aber nicht. So etwas sagen wir nicht, und das kommt auch nicht ins Protokoll, weil es ja auch nicht der Wahrheit entspricht. Gut. Meine Damen und Herren, soweit an Vorbemerkungen. Sie sehen, ich bin bester Stimmung. Bleiben Sie auch in dieser Stimmung heute zügig, und dann sehen wir mal, was morgen noch passiert, und dann geht es weiter.